Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen QXT-Tutorial. Da ich selbst noch Anfänger bin, fange ich mal ganz einfach von vorne an. Wir sind hier auf der Synective Homepage und haben hier verschiedene Möglichkeiten, das Setup runterzuladen. Die Basisversion ist allerdings mittlerweile im SAP schon Standard und das können wir ganz einfach aktivieren, indem wir hier in die Optionen gehen und dann QXT aktivieren drücken. Das heißt, da muss eigentlich gar nichts weiter installiert werden und diese Version ist mittlerweile auch kostenlos verfügbar. Es gibt für die Skripte hier auch einen kostenlosen Editor, den ich mir mal schnell installiere. Auf Deutsch. Das ist mittlerweile die Version 2013.2 und der Editor hat einige interessante Möglichkeiten zu bieten. So, der ist installiert. Wenn QXT aktiviert ist, haben wir hier in der Regel, das kann natürlich dann auch später für die Benutzer abschalten, aber für die Entwicklung haben wir hier dann unser QXT-Fenster und sehen, dass hier schon eine Reihe an Zeilen erstellt wurden, die aber auskommentiert sind, das heißt, hier passiert nicht so viel. Wir können hier aber einfach auf Skript drücken und dann öffnet sich hier der Editor. Man kann natürlich auch Notepad verwenden, aber Editor hat ein paar interessante Zusatzfunktionen, zum Beispiel Syntax-Check und so weiter. Was wir auch machen wollen ist, am besten gehen wir in den VA03. Können wir erstmal wieder schließen. Also hier auch aktivieren. Und als kleines Beispiel haben wir hier der VA03 Kundenauftrag anzeigen vor einen kleinen Knopf einfach hinzuzufügen. Dazu drücken wir auf Skript und eigentlich sollte jetzt hier das Skript kommen. Wahrscheinlich muss man doch nach dem Aktivieren sich nochmal anmelden hier. Ah ja, hier ist jetzt auch schon der Knopf, den wir eigentlich erst noch erstellen wollen. Also, wir gehen ins Skript und haben hier diesen Befehl eingefügt. Was soll dieser Befehl machen? Wir können hier eigentlich eine Nummer eintippen. Wir wollen aber hier einfach den Auftrag direkt auswählen. Dann muss man das nicht umständlich eingeben. Es könnte sein, dass ein Auftrag relativ oft ausgewählt werden muss oder auch eine andere Information. So, jetzt sind wir wieder ganz vorne. Und das geht ganz einfach, indem wir einfach einen der möglichen Befehle, hier haben wir ein kleines Menü, und zwar haben wir ein neues Screen-Element ausgewählt, einen Push-Button, kann man hier auch direkt einfügen. Hier sehen wir den Beispielcode, wie er aussehen muss. Also wir haben hier Zeile und die Spalte, dann den Text, Funktionscode und ein sozusagen inkludiertes Skript, was dann passieren soll. So, das können wir wieder löschen. Wir können jetzt relativ interaktiv diesen Knopf verschieben, wenn wir sagen, nein, wir wollen den nicht da rechts, wir wollen den ganz oben haben, so gleich am Anfang, können wir hier das einfach ändern, drücken auf Activate, dann wird das Skript gespeichert und ein Refresh-Befehl an QXT geschickt. Und schon ist der Knopf hier gelandet. Wir können ihn natürlich auch einfach wieder löschen, indem wir hier die ganze Zeile auskommentieren. Und dann ist der Knopf auch wieder verschwunden. Was wir aber machen wollen, machen wir vielleicht hier mal wieder rückgängig. Ich doch die Stelle eigentlich ganz gut finde. Wir haben hier einen Prozess, das ist allerdings ein Zusatz, und zwar ist es der Input Assistant. Mit diesem Input Assistant auch von Synective können wir automatisiert hier Eingaben tätigen. Und in dem Fall wollen wir automatisch hier die Auftragsnummer eintragen und
dann Enter drücken. Also drücke ich hier, passiert im Prinzip das gleiche wie in diesem Screen, wenn ich die Nummer hier eingebe und dann Enter drücke. Das sehen wir hier, der Funktionscode ist Enter und Process ist das Skript, das ausgeführt wird. Wir können hier einfach mal doppelklicken und sind hier in dem, der Kommentar stimmt nicht, in diesem Input-Skript und hier sehen wir, wir haben hier ein Feld Auftrag und wenn man wissen will, wie diese Felder heißen, kann man in die Tools gehen und Screen Elements sich angucken. Vielleicht hier ein bisschen größer machen und sehen hier, Auftrag ist der Name. Es gibt noch einen technischen Namen, den man auch verwenden kann. Und der Typ ist hier eben ein Feld, also ein Eingabefeld. Hier sind auch noch die Positionen. Man könnte jetzt sagen, man möchte dann die Eingabe stattdessen Bestellnummer. Dann können wir hier doppelklicken und es wird dann die Bestellnummer eingefügt. Also müssen wir dann quasi das andere Feld rauslöschen und aktiviert. Müsste eigentlich jetzt die Bestellnummer eingegeben werden. Wir haben allerdings jetzt hier auf Enter gedrückt. Das heißt, Enter wollen wir eigentlich nicht. Nicht gespeichert. Und gut. Sollte eigentlich auch funktionieren. Wie gesagt, ich bin ja Anfänger. Warum das jetzt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil doch immer Enter gedrückt wird. So. Also das nur als Einstieg, was man mit GUIXT machen kann. Vielleicht können wir noch ein paar Felder löschen. Löschen wir mal die Bestellnummer, weil das nicht geklappt hat. So, Bestellnummer ist weg. Wir können nur noch nach Auftraggeber suchen. Und man sieht, man kann hier auch eine ganze Reihe an anderen Elementen hinzufügen. Wir könnten unser eigenes Inputfeld erstellen. Das ist noch nicht. Ach so, bis 200. So, hier haben wir ein neues Feld. Size haben wir vergessen, Size 50. So, passt nicht ganz drauf. Also hier könnten wir sozusagen das Ganze auch ersetzen und dann selbst prozessieren. Natürlich sind auch weitaus kompliziertere Dinge möglich. Wir sehen vielleicht hier, wenn wir das Ganze wieder auskommentieren. Also das ist das Standardmenü SAP Easy Access und wenn wir das jetzt ersetzen, haben wir hier eine wirklich übersichtliche Oberfläche, die wir benutzen können, um sozusagen direkt auf die Transaktion zuzugreifen, die für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Benutzer interessant sind. Also hier könnten wir zum Beispiel direkt Material anlegen. Und wie gesagt, falls das Ganze nicht mehr benötigt wird, könnte man das Skript einfach hier auskommentieren und schon haben wir wieder die Standardoberfläche. Ja, das vielleicht mal als Einstieg.